So entkommst du dem dunklen Turm. Einen Narzissten zu verlassen ist keine einfache Angelegenheit. Diese Menschen nehmen alles zutiefst persönlich, sogar das Unpersönliche. Man kann sich daher vorstellen, wie sehr es ihren Stolz verletzt und ihre Ehre kränkt, wenn ihre Partner ihnen den Rücken kehren. Doch es kann sogar gefährlich werden, diesen Vertretern der dunklen Triade die Macht über uns zu entziehen. Und um nichts anderes geht es in einer Beziehung, die ein Narzisst führen und um keinen Preis hergeben will. Macht und Kontrolle. Was du unbedingt beachten musst, wenn du dich aus dem Kerker einer toxischen Partnerschaft befreien möchtest, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Sicherheit hat den Vorrang. Vor allem, wenn Kinder betroffen sind, aber auch für dich selbst gilt, die Sicherheit von Leib und Leben muss unbedingt an erster Stelle stehen. Wir betonen das hier nicht, um dir Angst zu machen, sondern um dir vor Augen zu führen, wozu Narzissten fähig sind, die ihre Macht über ihre Opfer schwinden sehen. Wenn du dich dazu entschieden hast, diesen Menschen zu verlassen, sprich nicht leichtfertig darüber oder drohe ihr oder ihm gar damit. Solche Szenen können schnell zu hässlichen oder gar tätlichen Auseinandersetzungen führen. Bevor du gehst, musst du wissen, wohin und dir absolut sicher sein, dass dort kein leichtes Spiel für den Narzissten herrscht. Nummer 2. Geld und deine anderen Besitztümer müssen vor seinem Zugriff geschützt werden. Verschaff dir, bevor du gehst, einen Überblick über deine oder eure Finanzen. Bring außerdem Dokumente in Sicherheit, die du für den Neustart brauchst. Je nachdem, wie streng dein toxischer Lebenspartner dich bereits kontrolliert, musst du auch hier Vorsicht walten lassen. Überprüft sie oder er beispielsweise regelmäßig das gemeinsame Konto, könnten plötzliche, unübliche Barabhebungen auffallen. Ein eigenes Konto, das Sicherstellen von Sparbüchern, ein neues Handy oder zumindest eine neue Telefonnummer sind Erste-Hilfe-Maßnahmen. Aber auch andere Gegenstände wie besondere Spielsachen oder die Schulsachen deiner Kinder müssen griffbereit sein. Je bedachter und je besser organisiert du vorgehst, desto erfolgreicher wird deine Flucht sein. Je weniger Kontakt du danach nämlich noch zum Narzissten haben musst, desto besser. Nummer 3. Hol dir tatkräftige Unterstützung. Narzisstisch geprägte Beziehungen haben leider eine düstere Schattenseite gemeinsam. Sie isolieren ihre Opfer von Familien und Freunden. Es kann sein, dass diese Menschen schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Verwandten oder guten Freunden von früher hatten. Wenn du deinen toxischen Partner aber verlassen möchtest, brauchst du jede Unterstützung, die du bekommen kannst. Auch hier gilt wieder, sei vorsichtig und lass dir nicht in die Karten blicken. Dass du wieder Kontakt zu deiner Familie aufnimmst, beispielsweise, darf die dunkle Seite deiner Beziehung nicht mitbekommen. Sie oder er würde sofort wissen, dass etwas im Gange ist. Gibt es wirklich niemanden mehr, bei dem du dir Rat und Hilfe holen könntest, kontaktiere soziale Dienste wie Frauenhäuser oder andere Einrichtungen, die dir kostenlos, unbürokratisch und ohne viele Fragen zu stellen garantiert helfen werden. Nummer 4. Bleib stark und lass dich nicht umstimmen. Ist der erste Schritt einmal vollzogen, beginnt das Nachspiel der Trennung. Dieses muss fast jeder Partner, der die Konsequenzen gezogen hat, über sich ergehen lassen. Aber Narzissten können hier besonders unangenehm, hartnäckig und leider auch brutal sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dich zum Umkehren überreden möchte. Vorgetäuschte Krisen, das Geloben sich zu ändern, Stalking, Drohungen und das Verbreiten von wüstesten Gerüchten über dich sind nur einige der Strategien, die typisch für einen verletzten Narzissten auf dem Kriegspfad sind. Halte den Kontakt anschließend daher so flach wie möglich und triff dich nach der Trennung vor allem und unter gar keinen Umständen allein mit ihm. Nummer 5. Brich jeglichen Kontakt ab.
Je geordneter dein Rückzug und deine Trennung von Bankkonto, Tisch und Bett vorbereitet wurden, desto schneller hast du deine Ruhe vor deiner oder deinem Ex. Jede Trennung zieht Nachwehen nach sich. Allerdings sind die wenigsten anderen Menschen so hartnäckig und in ihrem Stolz gekränkt wie Narzissten. Sie würden alles daran setzen, dich wieder zurückzugewinnen, aber nicht, weil sie dich lieben oder vermissen, sondern weil sie sich jetzt ein neues Opfer für ihre Psychospielchen suchen müssen und außerdem gegen dich verloren haben oder mit dir als Projekt gescheitert sind. Du musst einem Narzissten also so wenig Angriffsfläche wie möglich bieten. Lass dich keinesfalls auf Diskussionen oder tränenreiche Versöhnungsgespräche ein. Narzissten haben kein Herz und keine Gefühle. Sie kennen keine Schuld und würden keine Reue verspüren, egal was sie dir und deinen Kindern antun würden. Eine absolute Kontaktsperre ist also das Wichtigste, woran du dich nach dem Beziehungsaus halten musst. Erkundige dich auch, inwieweit das Aussprechen eines behördlichen Kontaktverbots für dich in Frage käme. Die Beratungen dahingehend sind kostenlos, unverbindlich und anonym. Nummer 6. Rechne mit unschönen Konsequenzen und bereite dich darauf vor. Es ist ein großer Schritt und eine großartige Leistung, sich aus den Fängen eines Narzissten gelöst zu haben. Wer es schafft, diese manipulativen und psychopathischen Zeitgenossen loszuwerden, kann sich gratulieren. Allerdings möchten wir hier auch nichts beschönigen. Mit der räumlichen Trennung und einer Kontaktsperre werden sich die meisten Narzissten nicht zufrieden geben. Ihr gekränkter Stolz und ihre zutiefst verletzte Eitelkeit verbieten es ihnen. Bereite dich also unbedingt darauf vor, dass es hässlich werden kann. Warne auch deine Familie, Freunde und dein Arbeitsumfeld vor möglichen Konsequenzen. Unser heutiges Fazit: Ein Ende mit Schrecken ist die bessere Wahl. Dieser Beitrag mag abschreckend wirken, aber es ist trotzdem besser, einem Schrecken ohne Ende den Garaus zu machen, selbst wenn es ungemütlich und vielleicht sogar gefährlich wird. Du würdest in einer narzisstischen Partnerschaft niemals glücklich werden. Dafür sorgt deine düstere, einstmals bessere Hälfte schon. Besonders wenn Kinder im Spiel sind, ist äußerste Vorsicht geraten. Narzissten wissen ganz genau, wo unsere Schwachpunkte liegen und womit sie uns am meisten verletzen können. Drohe einem Narzissten niemals und lass dir nie anmerken, dass du an Trennung denkst, bevor du dich und die Deinen nicht in Sicherheit gebracht hast. Es wird dich, wir wollen hier nichts beschönigen, viel Kraft, Überwindung und Tränen kosten, dich aus einer toxischen Partnerschaft zu befreien. Doch nur so bekommst du deine Freiheit wieder und, was noch wichtiger ist, dein Leben. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.